heute Nacht von einem Mann geträumt. Du auch? Wie? Die Praxismöbel kommen! Ran an die Arbeit! Wieso eigentlich immer ich? Kloster Kaltental, Schwester Hanna. Endlich sind Sie mal zu erreichen. Die Mutter Oberin will Sie sprechen und Ihr Computer ist nicht auf Empfang. Ja, hat sie denn meinen Brief schon bekommen? Ja, sicher. Deswegen ruft sie ja an. Also bitte, haben Sie den Computer jetzt eingeschaltet? Ich gehe gleich hinüber. Gut, dann lege ich auf. Nur noch ein Tipp für die Zukunft. Rufen Sie sie das nächste Mal lieber an, statt ihr was Schriftliches in die Hand zu geben. Dann wird das Ganze nämlich ein Vorgang und ich darf eine Akte anlegen. Ach so, ja, ich dachte nur... Schon gut. Schwester Hanna, ich dachte, wir waren uns einig, dass durch Ihre Aktivitäten weder dem Orden noch der Gemeinde irgendwelche zusätzlichen Kosten entstehen. Jetzt bekomme ich Ihre sogenannte Abrechnung und Kalkulation mit einem Fehlbetrag von über 20.000 Euro. Ich gebe zu, ich war da etwas zu optimistisch. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass Herr Wöller uns das Gesundheitsamt auf den Hals schickt und uns mit Auflagen bombardiert, was die Beratungsstelle angeht. Ja, aber was ist mit den Einnahmen aus dem Laden und den Gewinnen, die Sie in Aussicht gestellt haben? Das habe ich doch alles in meinem Schreiben zu begründen versucht. Na, versucht ist gut, das reicht nur nicht. Also, informieren Sie Ingrid, dass ich heute nach meinem Besuch bei Herrn Wöller vorbeikomme, um die Buchhaltung zu prüfen. Vielleicht kriege ich ja auch Bischof Rossbauer dazu, bei Wöller Druck zu machen. Heute, aber wir... Und Sie werden auch dabei sein, 15 Uhr. Darf ich fragen, was Sie mit Herrn Wöller besprechen wollen? Tja, Herr Wöller, der hat doch angeblich die fehlende Million für den Kauf des Klosters aus Landesmitteln vorgestreckt bekommen. Und jetzt besteht er auf Erfüllung des Vertrags. Oh, dieser Mensch... Der hat doch gar keine Mehrheit im Gemeinderat dafür. Die wird er aber bekommen, wenn Sie mit Ihren gemeinnützigen Projekten der Gemeinde auf der Tasche liegen. Der Gemeinde? Ich dachte, dass Sie vielleicht einspringen. Jetzt, wo wir durch Schwester Hildegards Fernsehserie sehr viel Geld bekommen. 15 Uhr, Schwester. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Also ehrlich, warum machst du es mir so schwer? 20.000, das ist doch für einen guten Zweck. Aber der Herr Wöller kriegt eine schlappe Million, das ist doch nicht gerecht, oder? Ja. Jetzt? Ja. Morgen, Herr Armbruster. Tag, morgen. Hui, schaffen wir den Schrank alleine? Der ist ja sicher sehr schwer. Notfalls zerlegen wir den in Einzelteile. Schwester Hanna, kann ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Ja, sicher. Worum geht's denn? Ja, es geht um meine Tochter. Und die Jüngste, die Manuela. Sie will bei diesem idiotischen Kalender mitmachen. Kalender? Was für ein Kalender? Ach, Sie wissen das gar nicht? Haben Sie das gar nicht gelesen in der Zeitung? Nein. Der Herr Wöller will einen Kalender drucken lassen und die ganze Welt verschicken. Ja, zur Ankurbelung des Tourismus. Ferien auf dem Bauernhof und so weiter. Ja, und? Mit lauter nackte Bauerntöchter aus unserer Gegend. Nackt? Ja, nicht ganz nackt, aber ziemlich. Ach. Jedenfalls unanständig. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als Manuela sagte, sie will da mitmachen. Naja, also ganz so schlimm wird's nicht werden, wenn das dezent fotografiert wird. Dezent? Was ist denn daran dezent? Eine Schweinerei ist das, wenn Sie mich fragen. Also bitte, Schwester, reden Sie es der Manuela aus. Ich habe Ihnen auch die Möbel gebracht. Und eine Hand wäscht die andere, oder? Also gut. Und wo finde ich Ihre Tochter? Im Rathaus. Um 9 Uhr sollen da alle Bewerberinnen antanzen und einen sehr knappen Bikini mitbringen. Also, wenn sie da mitmacht, meine Tochter, dann weiß ich nicht, was ich tue. Also jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig und dann sehen wir weiter. Hm?
Ich bin nicht Jesus. Ich kann weder übers Wasser laufen, noch an zwei Orten zur gleichen Zeit sein. Also sagen Sie dem Herrn Feuchtwanger vom Finanzamt, ich komme, sobald ich Land sehe. Und die Bücher können Sie ihm auch zeigen. Wir haben ja nichts zu verbergen. Da kommt der Bürgermeister. Natürlich, die Gebrauchtwagenbücher auch. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, grüß Gott. Ja, die finden nichts. Entschuldigen Sie. Guten Tag, die Damen. Herzlich willkommen im Rathaus. Sie kommen alle dran, eine nach der anderen. Jetzt entschuldigen Sie mich, Telefonat. Ja? Sind Sie noch dran? Ja. Und das Wort Schwarzgeld möchte ich nicht mehr aus Ihrem Munde hören. Ist das klar? Und vor allem Brotbeck eines, ja? Nerven bewahren. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Und wenn es nötig ist, rufen Sie Dr. Kerker an. Sollte was tun für sein Geld als Steuerberater. Aber nur notfalls. Dass der wieder 150 Euro die Stunde verlangt. Den Besucher kann ja nicht mitgerechnet. So, ich muss jetzt Schluss machen. Hier tobt der Bär. Also, ich kann mich auf Sie verlassen. Tag, Herr Gerke. Herr Müller. Was ist? Haben Sie gesehen, was Sie da angerichtet haben? Hab ich, Frau Labern, hab ich. Und der Anblick lässt mein Herz höher hüpfen. Na, was sagen Sie, Gerke? Wer hätte das gedacht, dass in unserem Kaff so viele talentierte Kalenderschönheiten schlummern? Ja. Talentiert? Sie meinen wohl damit den Brustumfang? Gut, dass Sie davon anfangen. So, jetzt an die Arbeit. Verbinden Sie mich mit dem Huber. Dieser Judas hat mich doch tatsächlich, mich, beim Finanzamt angeschwärzt. Das wird nicht gehen. Was wird nicht gehen? Entschuldigung. Was? Ihr Amigo sitzt in U-Haft. Was? Ja. Verdunkelungsgefahr. Verdunkelungsgefahr? Ist der Mann denn noch zu retten? Naja, es hat ja auch sein Gutes, nicht? Dann kommt er mir nicht in die Quere wegen des Ankaufs vom Kloster. Mhm. Aber das ist schon der Hammer, ne? Mhm. Eins am anderen, Frau Labern. Rufen Sie die erste Dame rein, damit wir zu Potte kommen. Nicht wahr, Gerke? Willst du deinem Patienten nur dieses chemische Zeugs verschreiben? Und was das für Nebenwirkungen hat? Ich verschreibe gar nichts. Das macht der Herr Doktor. Ich muss gleich los. Und musst du nicht in den Laden? Da ist Barbara. Na, dann geh in die Küche. Seid ihr soweit? Agnes, du musst in den Laden. Da ist Barbara. Und wo ist Gina? Die ist schon zum Bahnhof. Kaplan Meinrad reist heute ab. Also doch. Ja. Schade, dass er geht. Naja. Ach so, die Mutter Oberin kommt heute. Sie will die Bücher prüfen. Was, schon wieder? Hast du ihr gesagt, dass wir mehr Geld brauchen? Deshalb kommt sie ja. Also stellt euch seelisch und moralisch darauf ein. Und du, Ingrid, versuch um 15 Uhr da zu sein. Okay. So, ihr Frühstück. Und ich habe Ihnen Butterbrezen besorgt. Mein Handy, Meier, ich muss dringend telefonieren. Tut mir leid. Damit Sie sich nicht in die Ermittlungsarbeiten einmischen, haben Sie Kommunikationssperre. Aber seien Sie froh, dass Sie nicht in München eingeliefert worden sind, in Stadelheim. Da kriegen Sie keinen solchen Service. Aber Sie haben doch wenigstens im Rathaus angerufen, oder? Ja, Herr Wöller hat aber Termine. Das Schwein lässt mich hier drin verfaulen. Eine Frage, Herr Huber. Sie kennen sich doch mit Beton aus, oder? Ich habe nämlich von meinem Lottogewinn 4.200 Aktien gekauft von der VSB, Vereinigte Süddeutsche Betonwerke. Sie haben was? Ja. Für 18,92 Euro das Stück. Und heute steht der Kurs auf fast 21 Euro. Die Frage ist also, soll ich aussteigen und den Gewinn mitnehmen oder lieber warten? Was, bei dieser lausigen Konjunktur kaufen Sie Beton? Wieso? Die neue Teilstrecke der A44 soll doch vierspurig ausgebaut werden. Mensch, Meier, das ist doch in Ihren 21 Euro längst drin. Aber wenn Sie mir mein Handy geben, könnte ich mich mal umhören. Dann meinen Sie also, ich soll abstoßen? Mein Handy oder Sie können mich kreuzweise. Na schön, dann nehme ich den Gewinn lieber mal mit. Danke. Hey, Meier, mein Frühstück! Herr Kaplan! Gott sei Dank. Ich dachte, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Ich habe Ihnen ein Geschenk gekauft. Zum Abschied. Schwester, das wäre doch nicht nötig gewesen, wirklich. Machen Sie es auf. Sie haben doch in Ihrer Abschiedspredigt am Sonntag das Beispiel eines Kaleidoskop genommen, um zu verdeutlichen, dass das Leben ständig im Wandel ist. Dabei immer wieder neue, wunderschöne Konstellationen entstehen können, wenn man sie nur sieht. Ich habe mir auch eins gekauft. Und vielleicht, wenn Sie mal durchschauen, denken Sie dabei an mich. Nur ein kleines bisschen. Danke.
Leben Sie wohl. Manuela Armbruster? Die ist gerade rein. Zur Jury. Dankeschön. Was ist denn das schon? So ein Kalender. Dankeschön. Das werden Sie auch nicht von Hollywood entdeckt. Trotzdem. Tag, Frau Labern. Schwester. Ist der Herr Wöller da drin? Ja, ja, aber er darf nicht gestört werden. Muss ich darauf Rücksicht nehmen? Nein. Und Sie gehen jetzt nach Hause und vergessen die ganze Geschichte. Frau Labern. Nein, Sie warten noch, bis ich Sie rufe. Und was ich Sie noch fragen wollte, ist es wahr, dass er die fehlende Million zum Kauf jetzt doch vom Land kriegt? Naja, es ist ein offenes Geheimnis. Der Herr Oberregierungsdirektor König hat es ihm letzte Woche auf dem Ball vom Kleintierzüchterverband versprochen. Also ich gehe rein, ja? Ja. Was haben Sie denn hier verloren? Sind Sie Manuela Armbruster? Ja. Das geht Sie mit Verlaub gesagt gar nichts an, Schwester. Ihr Vater war bei mir. Aber wenn Sie sich bewerben wollen, stellen Sie sich gefälligst draußen an. Ihr Vater... Also bitte. ...war bei mir. Sie wissen, dass er dagegen ist, dass Sie bei diesem idiotischen Kalender mitmachen? Idiotischer Kalender? Ja, das ist das Beste, was mir seit Jahren eingefallen ist. Herr Wöller. Lassen Sie sich von der Schwester nicht irritieren. Sie sehen fantastisch aus. Sie sind unser April im Kalender. Und falls Sie jetzt zu Hause auf Ihrem Bauernhof einen Kuhstall haben, dann sind wir beide im Geschäft. Ein Kuhstall? Naja, wir wollen das Ganze vor dem Hintergrund ländlicher Motive durchziehen. Genau. Frau Armbruster, bitte. Ohne das Einverständnis Ihres Vaters, da würde ich mir das noch mal überlegen. Schwester, halten Sie sich da raus. Nein. Reden Sie doch noch mal mit ihm. Sonst bringt das doch nur Unfrieden. Kommen Sie, Sie ziehen sich jetzt an, gehen raus zu verlabern, hinterlassen Ihre Personalien, ja? Und dann kommt heute Nachmittag Gierke vorbei und macht die Probeaufnahme mit Ihnen. So. Die Dame ist gebongt. Schicken Sie die nächste rein. Schon heute Nachmittag? Ja, ganz klar. Ich meine, der Kalender muss vor den großen Ferien raus. An Weihnachten nützt uns nichts mehr. Auf Wiedersehen, Schwester. Nur noch eins. Diese fehlende Million vom Land... Ist schon so gut wie unterwegs. Und dann bin ich froh, dass dieses Hin und Her endlich ein Ende hat. Und den Tag, an dem ich Sie und Ihre Truppe am Horizont, in der untergehenden Sonne verschwinden sehe, den werde ich zum nationalen Feiertag erklären. Und die Kinder kriegen schulfrei. Schwester Lotte meinte, im Grunde hätten Sie ein gutes Herz, aber da muss sie sich wohl getäuscht haben. Da, wo andere ein Herz haben, da sitzt bei Ihnen eine Mettwurst. Wenn dann schon, eine Weißwurst. Mettwurst gibt es in Berlin, da, wo Sie herkommen und wo Sie auch wieder hingehören. Pustekuchen. Kommen Sie, schöne Maid. Treten Sie ein. Gerke, drücken Sie drauf. 77 28. Nicht, dass Sie denken, ich bin so prüde. Sowas kann ganz nett sein, wenn es geschmackvoll gemacht ist. Aber wollen Sie deshalb wirklich riskieren, dass Sie und Ihr Vater sich völlig entzweien? Nein. Bloß ich bin die Einzige, die es auf dem Hof noch ausgehalten hat. Mein Bruder ist beim Bund und meine beiden Schwestern sind nach München und längst verheiratet. Verstehen Sie mich richtig? Ich will ja gar nicht weg. Bloß ich denke nicht dran, den Hof zu übernehmen, ohne einen Mann gefunden zu haben, der da mitmacht. Bloß finden Sie mal einen heutzutage, der noch Bauer werden will. Deswegen mache ich beim Kalender mit. Nicht wegen am Wöller oder sonst wem. Ach so ist das. Das hat Ihr Vater natürlich unterschlagen. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Was finden Sie sich ein? Nein! Von Nacktaufnahmen war in Ihrer Anzeige nie die Rede. Sie Lustmolch! Bikini war angesagt! Und nicht ein hochgeschlossenes Dirndl, ja? Wir machen hier keinen Werbekalender für Landbutter. Ah, Sie sind immer noch da. Also, Sie wollen sich ernsthaft bewerben? Moment, der Monat Februar wäre noch frei. Und der hat dieses Jahr nur 28 Tage. Das wäre gerade erträglich. Wenn Sie in diesem Outfit mit mir verliebt nehmen, gerne. Kalender ist in Farbe. Schwester Labern, los, die nächste Dame. Nummer 21, bitte. Dankeschön. Gehen Sie da durch. Wieso hetzt sie, mein Vater, auf mich?
Das war eigentlich eher Zufall. Er war so nett, uns beim Transport von Möbeln für das Kloster zu helfen. Und da hat er auch seine Sorgen bei mir abgeladen. Herr Glück ist heute Nachmittag auf dem Feld. Da kriegt er nichts mit davon. Können Sie nicht mal mit ihm reden und ihm sagen, dass er froh sein kann, dass ich den Hof übernehmen will? Der hält das für selbstverständlich irgendwie. Ich werde es versuchen. Hallo, Herr Armbruster. Es ist aber schnell gegangen, Schwester. Haben Sie mit Manuela geredet? Ja, aber ich fürchte, die Antwort wird Ihnen nicht gefallen. Soll das heißen, sie macht doch mit? Herr Armbruster, ich war bei Herrn Wöller und dem Fotografen. Ich bin sicher, dass diese Fotos sehr geschmackvoll werden. Geschmackvoll? Mhm. Gut. Dann verkaufe ich eben den Hof. Und Sie noch mal locker! Herr Armbruster, jetzt hören Sie doch zu! Lass uns doch schauen, wo sie bleibt! Herr Armbruster, bitte! Jetzt. Das ist ja schließlich kein steriler OP. Trotzdem, wie sieht das denn aus? Also die Leute, die zu uns kommen, die haben sicher andere Sorgen, als die Innenseiten der Schubladen mit der Lupe nach Staubkörnern zu untersuchen. Hilf mir lieber, meine Urkunden aufhängen. Guck mal, 25 Jahre, Schwester Felicitas Meyer. Guten Tag. Ein Mann. Sie kommen gerade recht. Sie wissen doch sicher, wie man hier über dem Behandlungstisch eine Lampe aufhängen kann. Sicher, kein Problem. Haben Sie eine Leiter und einen Schraubenzieher? Schraubenzieher haben wir. Und wenn Sie die Schuhe ausziehen, dann können Sie auf den Behandlungstisch steigen. Wir kennen uns? Ja. Nein, Sie mich nicht. Na nun, geh schon und dreh die Sicherung aus, sonst haben wir gleich den ersten Patienten mit Elektroschock. Ja, Wiedersehen. Und Sie wollen hier eine Praxis einrichten? Nein, eine Beratungsstelle für sozial schwache Menschen und für Leute, die keine Krankenversicherung haben. Sie sind doch nicht etwa ein Pharmavertreter? Ich? Nein. Schade. Ein paar Ärztemuster könnten wir noch gut gebrauchen. Hanna! Besuch? Doch nicht etwa schon ein Patient? Nein! Aber stell dir vor, ich dachte, mich trifft der Schlag. Da steht doch plötzlich dieser Mann in der Tür, von dem ich euch erzählen wollte, aus meinem Traum. Agnes! Ehrlich! Nur hatte er im Traum so einen komischen Blaumann an und hinten auf dem Rücken eine Nummer. N471. Das ist unsere Autonummer. Ja, aber sonst, Hanna, war alles ganz genau wie mein Traum. Toll, und wenn Sie jetzt noch so nett wären und für mich ein paar Nägel in die Wand schlagen. Guten Tag. Guten Tag. Schau mal, die Lampe, der Herr... Bechtold. Ich wollte eigentlich nur eine Information, da hat die nette Schwester... Sie wollen zu Schwester Ingrid. Ja, das stimmt. Die ist nicht da. Sie arbeitet im Kindergarten. Und mit Vornamen heißen sie Gabriel. Michael, aber ansonsten scheinen sie hellseherische Fähigkeiten zu haben. Oder hat Ingrid Ihnen von mir erzählt? Nein. Sind Sie ein Verwandter? Nein, ein Freund. Und ich war in der Gegend, da dachte ich, dass ich mal vorbeischauen... Also nun haltet doch den Herrn Bechtold nicht auf. Hier, der erste Nagel. Hier. Agnes, was stehst du da wie eine Salzsäule? Geh und schraub die Sicherung wieder rein. Ja. Kloster Kaltental? Na Gott sei Dank, Schwester. Können Sie mir sagen, wie oder wo ich Ihre Mutter Oberin erreiche?
Ja, die müsste schon unterwegs sein. Sie hat doch einen Termin mit Herrn Wöller. Nein, das ist es ja. Er kann nicht. Er hat die Steuerprüfer im Haus. Das heißt in seiner Firma. Ja, dann kann ich das auch nicht ändern. Au! Oh Gott, was ist das für ein Tag heute? Schon, aber ich denke, Gott hat damit weniger zu tun. Auf Wiederhören, Frau Labern. Agnes? Ich weiß, wer der Blaumann ist. Agnes, bitte, deine Erscheinungen und Ahnungen allen Ehren. Die Nummer auf seinem Rücken. Im Traum. Im Gefängnis haben die Männer doch auch solche Nummern, oder? Entschuldige, Agnes, aber ich muss mich um die Buchhaltung kümmern. Die Mutter Oberin kommt doch bald. Willst du uns nicht was zu essen kochen? Das steht doch schon längst im Ofen. Das müsst ihr doch nur warm machen. Ich gehe in den Wald Pilze suchen. Ja, sehr gut. Wenn es dieses Jahr überhaupt welche gibt. Wo sind die Herren? Mittagspause. Aber Alarmstufe 1. Was? Das Schwarzgeld. Sagen Sie bloß, Sie haben sich verplappert, oder was? Ich? Sie sind schuld. Nimm die alte Kiste letzten Montag, den Sie dem Studienassessor angedreht haben. 2000 Cash und 1500 über die Bücher. Ja und? Das war kein Assessor. Das war einer von der Steuerfahndung. Ich werd verrückt. Ja, dann war das ja gar nicht der Huber, der mich angeschwärzt hat. Brotbeck. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf dieser Welt. Der Feuchtwanger hat das hochgerechnet und kommt auf 38.000 für das letzte halbe Jahr. Kommt er? Und den geheimen Safe hat er auch noch gefunden. Nein. Doch. Nur gut, dass Sie mir die Kombination nicht verraten haben. Sonst wäre ich echt in Schwierigkeiten gekommen. Drehen Sie sich um. Die 2000, ja, die bleiben im Safe. Die können Sie ruhig finden. Und es war eine einmalige Geschichte. Nur weil dieser Assessor uns was vorgeweint hat. Und weil wir so nett waren, haben wir diesen Deal möglich gemacht. Und die restlichen 36.000, die fehlen noch in den Büchern. Ja. Das waren Spesen. Ohne Belege? Stimmt. Naja, dann waren es eben... Ja, das waren die Spende. Genau. Es war eine Spende und ein Beleg dafür. Fürs Kloster, wie bei Schwester Lotte. Herr Brotbeck, manchmal ist das Schicksal eben auch gnädig mit mir. Und diese neue, Hanna von Orléans, die kriege ich auch noch rum. Wo gehen Sie denn hin? Die Herren kommen doch gleich wieder und wollen, dass Sie in den Safe aufsperren. Ich habe einen Fototermin für diesen neuen Tourismuskalender. Sehr. Ich verrate Ihnen die Kombination. 1 links, 2 rechts, 3 links, 4 rechts, 5 links, 6 rechts. Raffiniert was? Da muss eine erst mal drauf kommen. 1 links, 2 rechts, 3 links, 3 rechts, nee, links. Ingrid? Ja! Ich dachte, du musst 2 Jahre absitzen. Gute Führung. Und ich habe dem Herrn Direktor bei seiner Steuererklärung geholfen. Aber ist es nicht komisch? Ich bin raus und du bist eingesperrt. Hinter Klostermauern. Bitte, Michael. Mach mir nicht wieder alles kaputt. Ich bin glücklich da. Und in 2 Monaten nehme ich den Schleier. Ist doch nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Ich habe endlich ein Zuhause gefunden. Und eine Aufgabe. Und was ist mit mir? Ich habe ein ganzes Jahr gesessen, auch für dich. Und das, obwohl du mich verpfiffen hast. Was hätte ich sonst tun sollen? Die hätten sowieso alles rausgekriegt. Nee. Du hast deine Haut gerettet. Und ich habe dafür bezahlt. Also tu hier nicht so scheinheilig, ja? Du schuldest mir was. Und diese Kluft da und dein angeblich neues Leben, das nehme ich dir nicht ab. Ein Schleier nehmen, Ingrid. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu den Kindern zurück. Und wenn ich mich umdrehe, dann bist du weg, ja? Ehrlich? Tu mir das nicht an. Na gut. Aber ich will dich heute Abend sehen.
den Ochsen? Die vermieten auch Zimmer. Also, wann bist du hier fertig? Sehr gut. Und jetzt ins Profil, bitte. Ja, und zu mir schauen. Ja. Ja, was ist das? Pippi Langstrumpf. Wenn ich den Künstler mal an dieser Stelle unterbrechen darf. Sie müssen schon mehr zeigen, Frau Armbruster. Bleiben Sie, wo Sie sind, oder Sie können das Ganze vergessen. Keine Panik. Also, wie eine Frau aussieht, das weiß ich seit meinem 15. Lebensjahr. Also, keine Zimperlichkeiten. So, darf ich mal sehen, was Sie schon haben? Sind Sie jetzt der Regisseur oder ich? Ich. Heu, Kuh, Kuh, Heu, Heu, Kuh. Also, was ich sehe, ist Heu und Kühe. Ja, wie jetzt? So vielleicht? Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht die goldene Mitte. Zieht Sie sich was über, ja? Also ich glaube, das mit den Kühen, das können wir sein lassen. Sein lassen? Aber das war doch Ihre Idee. Ja, ich meine, was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern? Jetzt passen Sie auf. Sie packen jetzt Ihre Sachen, gehen in den Wald, suchen Sie sich eine schöne Stelle, einen See oder eine Quelle vielleicht. Und wissen Sie, da, wo das Licht durch die Fichten bricht und dieser Nebel aus dem feuchten Waldboden steigt, da steht sie dann, unsere Nymphe. Ja, jetzt schauen Sie nicht so indigniert. Wenn Sie das hinkriegen, kriegen Sie den Titel von dem Kalender. Wer weiß, vielleicht ist das der Beginn einer großen Karriere. Sydney, Rom, Paris, Dakar, ganze Welt. Ich will aber hier bleiben. Oder so. Was? Wo stehen die? Verkaufen. Verkaufen, Trude. Schnell! Jetzt haben wir den Salat. Reden Sie nicht! Öffnen Sie mir die Tür! Sie bleiben sitzen! Keine Panik, ich rede! Also, das waren eben mindestens 70 Sachen, mit denen Sie durch die Stadt dahin geglüht sind. Und nee. Sie saßen am Steuer. Herr Meier, ich habe doch gar keinen Führerschein. Also 70 finde ich leicht übertrieben, mit Verlaub. Allenfalls 55. Und jetzt entschuldigen Sie uns. Wir haben einen Termin bei Herrn Wöller. Sie sind gefahren? Ich habe einen Führerschein. Es muss doch einen Weg geben, diesen Oberregierungsrat König mit seiner Million zu stoppen, oder? Ich bin kein Fürstbischof, Frau Reuter. Vor 300 Jahren hätte ich so einen Kerl am nächsten Baum aufknüpfen lassen. Ehrwürdige Mutter, kann ich unser Handy haben? Ich muss bei der Produktion anrufen, dass Sie das Drehbuch doch nicht heute bekommen, weil ich Sie ja fahren musste. Das Handy haben Sie? Nein. Also bitte überzeugen Sie sich selbst. Ich habe es Ihnen gestern Abend zum Aufladen gegeben. Vielleicht kann ich Ihnen hier mit meinem aushelfen. Nicht nötig, Exzellenz. Heißt das, wir waren die ganze Zeit nicht zu erreichen? Ja, ja. Frau Reuter, das Kurzzeitgedächtnis. Wir werden alle nicht jünger. Ich zum Beispiel muss mir alles aufschreiben. Sogar, was ich aufschreiben soll. Jetzt gucken Sie doch nicht so. In dieser Kluft sehen wir doch alle gleich aus. Sie sind gefahren? Ich habe einen Führerschein. Herr Stolpe, das ist es ja eben. Ich musste die Mutter Oberin und Bischof Rossbauer nach Kaltenthal chauffieren. Deswegen rufe ich ja an. Sagen Sie bitte in der Produktion Bescheid, dass das Buch doch erst übermorgen kommt. Frau Labern, ich grüße Sie. Lassen Sie sich nicht stören. Herr Wöller erwartet mich ja. Er ist nicht da. Nicht da? Oh, was ist denn das für ein leckerer Käse-Sahnekuchen mit Blaubeeren. Blaubeeren, wunderbar. Ich versuche schon seit Stunden, Sie anzurufen, aber es heißt immer, der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar. Nein, nein, Frau Labern. Das lasse ich jetzt nicht mit mir machen. Termin ist Termin. Mit Blaubeeren? Wo ist er? In seiner Firma. Aha. Aber er hat die Steuerprüfung im Haus. Die Herrschaften sind heute früh überraschend aufgetaucht und haben alle Akten beschlagnahmt. Nun ja, das ist zumindest die beste Entschuldigung, die ich seit langem gehört habe. Höhere Gewalt. Exzellenz, ich werde nicht unverrichteter Dinge wieder abziehen. Kommen Sie. Auf Wiedersehen, Frau Labern. Auf Wiedersehen. Halten Sie es wirklich für eine gute Idee? Exzellenz? Ja. Mein Kuchen. Oh, Verzeihung. Ich meine ja nur,
Wenigstens ein Stück Käsekuchen hätte sie uns anbieten können. Exzellenz, Sie denken immer nur ans Essen. Aber nur, wenn ich hungrig bin. Nicht einmal mein Frühstück habe ich heute Morgen beenden können, weil Sie mich nach Kaltental verschleppt haben. Wo bleibt jetzt Schwester Hildegard? Ja, wahrscheinlich hat Herr Meier sie verhaftet. Entschuldigen Sie, ich habe nur schnell ein paar Brezen geholt. Die sind hier so köstlich frisch und knusprig. Wie schön. Bieten Sie deiner Exzellenz eine an. Ah, Sie sind ein Engel, Schwester. Danke. Ich bin so frei. Aber fahren tun diesmal Sie. Was ist mit mir? Ich möchte auch eine. Oh ja, Entschuldigung, wie gedankenlos von mir. Danke. Krümeln Sie mir nicht auf die Sitze. Ich werde mir Mühe geben. Zum Autohaus Wöller. Sie wissen ja, wo das ist. Ich? Nein. 4.009,18 Euro für Ausgaben und Miete für den Laden. Und das macht dann? Dann bleiben genau 2.412,49 Cent übrig. Oh, Mist, das reicht hinten und vorne nicht. Sag ich doch. Da kann die Mutter Oberin auch nichts dran ändern. Nein. Hallihallo, Schwester. Grüß Gott. Wo ist denn die Obernonne, Schwester Hanna? Im Büro. Mich müssen Sie bitte entschuldigen. Ich muss dringend Pilze sammeln fürs Abendessen. Brauchen Sie mich noch? Was ist denn mit dir? Ist es wegen diesem Mann? Mann, welcher Mann? Der heute hier war und nach dir gefragt hat. Bechtold heißt er. Darf ich die Damen kurz stören? Sie? Was wollen Sie? Ja, mein Gott, jetzt giften Sie mich nicht so an. Ich wollte nur meine Aufwartung machen. Und bei der Gelegenheit Ihre neue Beratungsstelle vielleicht finanziell unterstützen. Sie? Nein, nein, nicht ich, sondern das Autohaus Müller. 1.000 Euro und falls wir uns einig werden, vielleicht sogar 2.000. Kann ich jetzt gehen? Was? Ach so, ja, natürlich. Aber um 15 Uhr, wenn die Mutter Oberin kommt, da brauche ich dich wieder. Was? 15 Uhr? Da müssen wir uns so schnell wie möglich hinter uns bringen, weil ich habe nicht vor, der Mutter Oberin ins offene Messer zu laufen. Haben Sie den Termin verpasst? Abgesagt ist das passendere Wort. Also, was ist? 2.000 Euro? Sie wollen uns 2.000 Euro schenken? Ja. Tee? Nein, gegen Quittung natürlich. Allerdings müsste das Datum 31. Dezember letzten Jahres draufstehen. Wie? Ja, das ist nur eine steuerliche Formalität. Und wenn Sie dann 36.000 auf den Beleg schreiben, dann sind wir schon im Geschäft. Ich soll Ihnen eine Quittung ausstellen über 36.000 Euro vom letzten Jahr. Herr Wöller. Schwester, ich bin in der Klemme. Der Feuchtwanger von der Steuerfahndung sitzt bei mir im Büro. Das ist dieser Unmensch, der den Huber in den Knast geschickt hat. Ach nee. Ja, das ist nicht zum Lachen, Schwester. Also ich meine, ich erwarte von einer Frau in der Ordenstracht mehr Anteilnahme, mehr Verständnis. Rein menschlich. Anteilnahme? Verständnis nach allem, was Sie uns angetan haben. Also schön 5.000. Aber das ist mein letztes Wort. Das ist Betrug, Herr Wöller. Das ist ein Betrag, Schwester. Das ist reine Auslegungssache. Die Welt da draußen, das ist kein Schwarz-Weiß-Film. Da gibt es jede Menge Grauzonen, von denen Sie in Ihrem Himmelbettchen keine Ahnung haben. Ja, oder wollen Sie, dass ich auch im Knast lande? Ein verführerischer Gedanke. Also gut. 10.000. Aber keinen Cent mehr. Verstehen Sie nicht? Ich kann bei sowas nicht mitmachen. Steuerhinterziehung. Allerdings, wenn Sie die ganzen 36.000 wirklich spenden würden, das wäre dann schon was anderes. 36, das ist Erpressung. Sie gehören den Knast, nicht ich. Na dann eben nicht. Wiedersehen. 36, also das ist... Das ist für einen guten Zweck, falls Ihnen der Gedanke helfen sollte, den Verlust zu verschmerzen. Alles in Bar? Was sonst? Erzählen Sie es nach. Und dann schreiben Sie mir eine Quittung. Ja, aber schnell, weil ich habe einen Termin. Nachzählen ist nicht nötig. Sie sind ja so ein ehrlicher Mensch. Ja, bin ich. Ob Sie es glauben oder nicht. Ich habe das ja nur versucht, ja, diese steuerlichen Ungerechtigkeiten auszugleichen. Und ich meine, jetzt haben wir keine Ahnung davon. Ja, wir Unternehmer, wir werden ja ständig zur Kasse gebeten. Ist ja gut. Was darf ich schreiben? Doch, der war hier und war so nett und hat uns die Lampe angebracht. Und meine Urkunden aufgehängt. Und dann wollte er zu dir in den Kindergarten. Und stell dir vor,
Agnes hat behauptet, er wäre ihr im Traum erschienen. Also wenn die Gute so weitermacht mit ihren Ahnungen, Träumen und Erscheinungen, dann landet sie nochmal in der Klapsmühle. Was ist mit dir? Du bist ganz blass. Lass mal deinen Puls fühlen. Ach, schon gut. Wir haben das Geld. Wir sind aus dem Schneider. Wir können weitermachen. Auch ohne das Geld der Mutteroberin. Wie? Auf einmal? Ja. Herr Wöller hat uns eine großzügige Spende gemacht. Herr Wöller? Jo. Uns? Mhm. Freiwillig? Jo. Naja, also mehr oder weniger. Also eher weniger. Also der liebe Gott hat ein ganz kleines bisschen nachgeholfen. Jetzt mach schon, Paul. Naja, du hast sie echt nicht mehr alle. Aus dem Weg. Oh. Oh. Ah. OEK. Oettinger Katheter AG. Katheter? Gummischläuche. Für alle Öffnungen des menschlichen Körpers. Wie stehen die zurzeit? 11,20 Euro. Nur, da will ich zuschlagen. Sagen Sie, ist Herr Huber noch im Haus? Ja, natürlich. Kann ich dann zu ihm runter? Ja, selbstverständlich. Hm. Paul, hast du das? Sagen Sie bloß, Sie haben mit den süddeutschen Betonwerken so viel Gewinn gemacht. Fast 8.000 in einer Woche. In einer Woche? Ja, wenn der so weitermacht, dann kann er bald in Rente gehen. Aha. So, Sie wissen ja, wo Trude, wir kaufen Oettinger Katheter AG. Mit OE. Ja. Herr Huber, Besuch. Und Herr Wöller, haben Sie ein Handy dabei? Ich weiß gleich aus. Nein, der Herr Huber, der hat Kommunikationssperre. Mhm. Hermann? Du Ratte, dass du dich überhaupt hierher traust. Hermann, ich komme als Freund. Mach mir keine Angst. Ich muss Abbitte leisten. Hm? Du warst es nicht, der mich verpfiffen hat. Ach nee. Nee. Die haben einen Undercover-Agenten auf mich angesetzt. Aber um mich zu erwischen, müssen sie früher aufstehen. Wie geht's? Ja, wie soll's gehen, beschissen. Hm? Wolfi, du musst mich hier rausholen, du musst meinen Anwalt anrufen. Bring ihn auf Trab. Relax, Mann. Ist doch alles staub- und stressfrei hier. Wird das Ganze wie eine Kur sehen, verstehst du? Bezahlt von Papa Staat. Ja, du machst mir Spaß. Ja, stimmt doch. Um Pfund weniger, kann dir auch nicht schaden. Noch ein Wort und ich erwürge dich. Ja, was wird alles gut. Hast du was mitgebracht? Und bis du rauskommst, haben wir das Kloster wieder. Was? Ja, ich habe die Millionen aufgetrieben. Wir brauchen also dein Geld nicht mehr. Prost, Hermann. Herr Männchen. Nicht alles. Dann gehen wir schon mal hoch, ja? Mhm. Wohin? Da? Da auf den Vorsprung, bitte. Soll ich hier hinkommen? Ja, ein bisschen weiter vor, bitte. Schön an den Rand. Hier? Ja. Wunderbar. Und jetzt ein bisschen ins Profil drehen. Ja, ja, und lächeln. Ein Lächeln nicht vergessen. Und runter. Ja, das ist doch prima. Das ist doch Kunst. Sehr schön. Und jetzt mal richtig den Kopf schwingen. Richtig mit Schwung. Und drehen. Ja, ja, und noch mal. Ich bin jetzt am Fotoset. Ist gut. Schon fertig? Natürlich. Ja, das möchte ich mal sehen. Ja? Sehr gut. Eins weiter. Kompliment. Das wird das Titelfoto für unseren Kalender. Echt? Ja, also wenn ich Tourist wäre, ich würde nur noch durch die Wälder streifen, um Sie zu finden. Ja, ich würde Sie wahnsinnig gerne heute Abend zum Essen ausführen, aber ich muss mit dem Finanzbeamten vom Finanzamt vorlieb nehmen, ja, Betriebsprüfung. Aber wir holen das nach. Und wir machen morgen August und September am Baggersee, klar? Ja, wenn das Wetter mitspielt. Ja, was denn sonst? Also, bis bald, schöne Maid. Super.
So ein nettes Mädel. Finanzamt. €36.000? Soll das ein Scherz sein? Nein. Mir fehlen die Worte. Haben Sie die Bank überfallen, Schwester? Eine Spende. Vom Autohaus Wöller. Wöller? Und das soll ich Ihnen glauben? Würde ich Sie anlügen? Nein, Herr Wöller kam heute vorbei und wollte eine Spendenquittung. Mit dem Datum vom letzten Jahr Dezember. Er hat die Steuerprüfer im Haus. Wie? Und die haben Sie ihm gegeben? Unter der Bedingung, das ganze Schwarzgeld zu spenden und nicht nur popelige 2000. Schwester, Sie haben sich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig gemacht. Nun ja, das ist ein wenig eng gesehen. Ja, Sie sind gut. So kommt das Geld auch wenigstens einem guten Zweck zugute. Genau. Und ich habe mich nicht schuldig gemacht. Ja, natürlich. Das Datum vom letzten Jahr. Keine Sorge. Da ist mir was Besseres eingefallen. Was? Ich habe das heutige Datum eingesetzt. Ah ja. Aha. Also hat doch alles seine beste Ordnung, oder? Hanna! Hanna! Ein Wunder! Ein... Oh, Entschuldigung. Frische Pilze. Ja. Dann hat sich die Prüfung der Bücher erledigt. Ich meine, das Geld reicht für alles. Diese sind besonders gut. Nun ja. Oh, dann schlage ich vor, Oh nein, wir bleiben nicht zum Essen. Wir haben sowieso schon den ganzen Tag vergeudet. Sie sagen es, aber das ist nicht meine Schuld, sondern Ihrer Planung zu verdanken. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Agnes brät Ihnen die Pilze jetzt, dann müssen Sie nicht bis zum Abendessen warten. Also das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, oder? Aber mich entschuldigen Sie, ich bringe das lieber zur Bank. Ich kann ja auch hoch auf mein Zimmer gehen. Das wäre ja noch schlimmer. Mein Fahrrad ist weg. Nein, Michael, kapier doch endlich. Was war, das war. Und ich will dich nie mehr wiedersehen. Das glaube ich dir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass du das durchhalten wirst. Ohne Mann für den Rest deines Lebens. Mach dir doch nichts vor. Ich kenne dich. So wie du und ich im Bett. Hör auf! Ich brauche dich, Ingrid. Ich bin vorbestraft. Ich bekomme doch als Buchhalter nie mehr einen Job. Aber mit dir als Aushängeschild. Und nicht vorbestraft. Wir könnten eine Firma aufmachen. Und heiraten. Ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Ich hatte viel Zeit nachzudenken im Knast. Ich liebe dich. Und ich werde nicht gehen, bis du mir das glaubst. Ich bin doch auch nicht mehr die, die ich mal war. Verstehst du das nicht? Nein, das verstehe ich nicht! Wo haben wir den Belegordner Dezember? Da. Dann heften Sie diese Quittung fein säuberlich ab. 36.000. Ja. Spende für das Kloster Kaltental. Das doofe Gesicht von einem Feuchtfanger möchte ich morgen sehen. Haben Sie mein Handy gesehen? Nein. Ja, rufen Sie es an! Ja, wie? Anrufen! Das ist ja das Datum von heute. Was? Auf der Spendenquittung steht das Datum von heute. Diese blauäugige Kreuzotter. Ach, da sind Sie. Ja, wo denn sonst? Einer muss ja die Kühe melken. Und? Wo ist meine Tochter? Herr Armbruster. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, was in Ihrer Tochter eigentlich vorgeht. Sie macht bei diesem Kalender doch nur mit, weil sie einen Mann finden will, der bereit ist, mit ihr den Hof zu übernehmen. Sie liebt den Hof. Und sie liebt Sie. Davon merke ich aber wenig. Lieben Sie Ihre Tochter? Natürlich. Und merkt sie was davon? Ich glaube schon. Ist alles nicht so leicht, oder? Manuela ist eine moderne junge Frau, alt genug, ihre Entscheidungen selber zu treffen und ihre Erfahrungen zu machen, gute und schlechte, so wie wir alle. Also, versuchen Sie, das zu akzeptieren. Und seien Sie ein bisschen nett zu ihr, ja? Gut. Gute Nacht, Papa. Hast du schon gewolken?
Da brauchst du gar nicht fragen, das weißt du ganz genau. Herr Armbruster, kann ich jetzt gehen? Ja. Danke, Schwester. Wiedersehen. Papa, ich wollte dir nur sagen... Nein, ich entschuldige mich. Lauf, Sternburg. Sie halten mich wohl für einen Volltrottel. Wie bitte? Ich möchte meine 36.000 wieder haben. Oh, tut mir leid, die habe ich gerade zur Bank gebracht. Und bei der Gelegenheit gleich ein paar offene Rechnungen bezahlt. Ja, sind Sie doch zu retten? Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen, arglistige Täuschung. Herr Wöller. Mindestens. Zugegeben, ich habe die reingelegt, aber doch nur zu Ihrem Besten. Keine gute Tat bleibt unbelohnt. Und geben ist seliger als nehmen. Ja, in Ihrer Firma vielleicht. Aber in dem Land, aus dem ich stamme, nämlich das Land Nimm, da wird einem nichts geschenkt. Sehen Sie? Und genau das ist der Grund, warum es Menschen wie uns hier im Kloster gibt. Da wird den Leuten was geschenkt, völlig uneigennützig. Und deshalb muss das Kloster auch ein Kloster bleiben, für alle, die uns brauchen. Aber ich werde in unserer Praxis ein Schild für Sie anbringen lassen. Ärztliche Beratungsstelle Kloster Kaltental, der Wolfgang Wöller Stiftung. Wolfgang Wöller Stiftung? Klingt gut, oder? Und kommt bei Ihren Wählern sicher bestens an. Ja, Wolfgang Wöller Stiftung? Hat was. Wird man da dann selig gesprochen? Nun, das ist zwar ein Wunder, dass jemand wie Sie 36.000 Euro spendet, aber ich fürchte... Für eine Seligsprechung reicht es nicht.